zur Orientierungsfindung oder zur Orientierungsgebung. Es war ja lange Zeit während der Pandemie geheißen, oder habe ich zumindest das oft gehört, dass Menschen gesagt haben, wo bleiben eigentlich unsere Intellektuellen? Warum stehen die nicht auf? Warum sagen die nichts? Ihr habt es dann gemacht und habt gemeinsam die Aktion Hashtag alles dicht machen, genau, ins Leben gerufen. Und das mit durchaus interessanten Reaktionen. Wir schauen einmal ganz kurz auf den Beitrag von Roland Thüringer. Mein Name ist Roland Thüringer, ich bin Schauspieler und ich unterstütze die Maßnahmen unserer Bundesregierung. Ich lebe ein, wie ich meine, durchaus eigenverantwortliches Leben, aber gerade bei so einem privaten Thema wie meiner Gesundheit, da möchte ich mich eigentlich nicht auf mich selbst verlassen. Und ich bin froh, dass der Staat meine Gesundheit zu einer öffentlichen Angelegenheit gemacht hat. Zugegeben, früher, da dachte ich, wenn ich ganz einfach auf Körper, Geist und Seele achte und mein Immunsystem durch Bewegung an der frischen Luft, durch maßvolle Ernährung und ausreichend Schlaf stärke, dass ich so Verantwortung für meine Gesundheit übernehmen könnte. Aber heute, gut informiert, weiß ich es besser. Mein Schicksal, das liegt in Ihrer Hand. Krankheit muss nicht sein. Und selbst der Tod ist ja lediglich ein Fehler der Schöpfung. Wenn wir uns brav anstrengen, dann können wir gemeinsam mit der modernen Wissenschaft diesen Fehler korrigieren. Wer in Zukunft schon mit 85 Jahren in die Kiste hüpft, der hat eigentlich nur auf ein Software-Update vergessen. Also, bleiben Sie mir bitte gesund, befolgen Sie brav die Maßnahmen der Bundesregierung und bescheren Sie so mir und auch Ihnen ein ewiges Leben. Was war grundsätzlich deine Intention, als du gesagt hast, ich mache da mit? Oder wie bist du überhaupt zu dieser Gruppe gestoßen von Künstlern, die gesagt haben, wir machen jetzt gemeinsam was? So wie es halt ist, man kommt über drei Ecken zu irgendwas meistens dazu. Das war bei mir auch so. Wobei die Vorgeschichte, warum ich dann auch gern dabei war und das super finde, was wir da gemacht haben, war eigentlich was, was mich sehr berührt hat, fast getroffen hat. Das war dieser Spot der deutschen Bundesregierung, Besondere Helden. Weiß nicht, kennst du das? Hast du den gesehen? Ja, ja, mit wo der Couch. Die Couch, und, ja, genau, dass man, wenn man daheim umeinander liegt, Fastfood frisst und Netflix schaut, dass man ein Held ist. Und ich habe mir gedacht, das kann jetzt aber nicht sein. Ja, das passt mit meinem Menschenbild nicht überein. Und das hat mich wirklich sehr geärgert, vor allem, weil es auch so gut gemacht war, so emotionalisierend. Also mit allen Regeln der Kunst ist das gemacht, der Spot, ja. Das haben Leute gemacht, die das wirklich kennen, die genau wissen, wie es im Kino die dann zum Warner bringen. Da ist mir die ganz laut aufgerannt bei dem Spot, wie ich das gesehen habe, mit der Musik im Hintergrund. Also das, da wurde nichts dem Zufall überlassen. Ja. Und das hat mich eigentlich sehr geärgert. Ja. Und dann ruft mich eben jemand an, du, da gibt es einen deutschen Filmregisseur, der möchte Spots machen gegen die Corona-Maßnahmen und möchte das ein bisschen so in der Art machen, wie dieser Spot war von der Bundesregierung. Also das praktisch satirisch überhöhen. Ich habe gesagt, hey, das interessiert mich. Ich habe den Herrn Brüggemann angerufen, den ich vorher nicht kannte, deutscher Filmregisseur. Ich habe gesagt, hörst du so Schauspieler in Österreich, die das machen? Schick mir das einmal, das Konzept. Das hat er mir geschickt per E-Mail, was das sein soll. Er hat gesagt, nachdem jede normale Diskussion nicht mehr möglich ist, bleibt uns nur mehr die Satire. Wir wollen das überzeichnen. Wir schauen, dass wir so möglichst viele Schauspieler zusammenbekommen, die solche Spots aufnehmen. Und wenn wir genug haben, hauen wir es raus. Ja, und wir kommentieren sie nicht. Das war der Plan. Ich habe dazu gekriegt drei Beispiele, drei Spots, die schon gemacht haben. Ich habe das verstanden, um was es geht. Habe auch 25 Textvorschläge dazu gekriegt, habe gesagt, das ist lieb, ich schreibe mir meinen selber, weil ich eh was zu sagen habe. Habe das wieder gemacht und habe es ganz einfach hochgeladen, habe es denen geschickt. Und irgendwann einmal ist dann rausgekommen. Vorher haben wir es noch alle gekriegt zum Anschauen. Es waren dann, glaube ich, 53 Leute, die da dabei waren. Wir haben drei Tage vorher alle gekriegt zum Anschauen, damit wir wissen, bei was man da dabei ist. Wobei mir war von Anfang an klar, bei was ich da dabei bin. Das war mir natürlich klar, was das ist. Und möglicherweise haben einige, die da dabei waren, das unterschätzt, bei was sie da dabei sind. Aber die haben dann eh sofort bemerkt, was dann los war in kurzer Zeit. Und viele haben auch einen Rückzieher gemacht, weil sie es eben selbst überschätzt haben, dass sie das aushalten.
das muss man schon aushalten können. Da muss man schon so wie ich, mir geht es ja seit 15 Jahren so, dass ich immer eine am Deckel kriege, wenn ich irgendwo was sage. Aber das ist mein Leben, das ist Normalität, mir ist das wurscht. Ja, nur wenn du es nicht gewohnt bist, wenn du glaubst, ach, ich bin ein Star, mich haben ja alle lieb, bei mir trauen sie sich das nicht vor, wenn die auch dabei ist und sie ist ja auch und da, nicht? Nein, das geht ratzfatz, gibt's Fotzen. Und das, was eigentlich das Kunstprojekt war, waren ja nicht das Boot, sondern das, wie darauf reagiert wurde. Das hat uns eigentlich erzählt, was das Problem ist. Nicht das Boot, sondern das, was nachher, wie das explodiert ist, aber das Gute war, es wird heute noch drüber gesprochen und drüber geredet. Also man hat eigentlich mit relativ einem geringen Aufwand doch eine große Wirkung erzielt und vielleicht schafft man es so, dass wir jetzt auch andere Leute ins Boot holen, weil genau das wäre wichtig. Genau das wäre jetzt wichtig, dass diese Intellektuellen, die bis jetzt nichts gesagt haben, was auch immer man unter Intellektuelle versteht, dass halt Leute aus verschiedenen Sparten, die ein bisschen was im Hirn haben und sich artikulieren können, ja, vor laufender Kamera einen Dialog suchen. Sei es, dass sie allein irgendwas dazu sagen. Das Schönste war, wenn man es schaffen würde, irgendwann einmal so ein Format zu schaffen, einen runden Tisch, wo wirklich die zwei unterschiedlichen Positionen an einem Tisch sitzen und auf Augenhöhe miteinander reden, nicht nur übereinander reden und sie niederhocken. Dass es irgendwann ganz egal ist, aus welchem Mund es kommt, sondern entscheidend ist, was aus dem Mund rauskommt. Das sollte man eigentlich schaffen und das wäre so ein bisschen eine Möglichkeit jetzt, die im Raum steht. Ja. Und bei den Intellektuellen, also die nahe am Futterdruck sitzen, die werden nichts sagen. Weil die wollen ja beim Futterdruck sitzen bleiben, weil die haben ja gesehen, was passiert, wenn man was sagt, dass man einem blitzartig der Futterdruck entzogen wird. Nein, es kommt im Fernsehen nicht mehr vor, was glaubt ihr? Also, ja, schau mal, ich hoffe schon, dass mehr Leute Position beziehen. Aber jetzt nicht nur in der Form, dass sagen die bösen Politiker, weil jetzt demonstrieren gehen und schreien, Kurz muss weg, das ist auch nur blöd, sonst gar nichts. Das ändert ja nichts am Grundproblem, was wir haben. Und das Grundproblem für mich ist wirklich, dass wir jetzt irgendwie da stehen vor dem Tisch und da liegt ein Zeck und wir schauen uns den Zeck an und sagen, puh, glaubst du, ist der gefährlich, kann ich da Borreliose kriegen? Ja. Und merken, dass 27 Elefantenbullen hinter uns stehen. Und wir beschäftigen uns mit den Zecken. Wir müssen uns endlich umdrehen und uns wirklich diese Elefantenbullen einmal anschauen, was da alles auf uns zukommt jetzt. Wir haben ein globales Finanzsystem, was auf dünnen Beinen steht. Wir haben, weiß ich, wie viele Zombie-Unternehmen durch 10 Jahre Nullzinspolitik in Europa, die irgendwann einmal jetzt einen Schuss machen werden. Wir haben so eine langsame Inflation, die immer stärker werden wird. Wir haben eine Umstellung auf Digitalisierung, wo viele Arbeitsplätze wegfallen werden. Also es sind so, Naturschutz ist total im Argen. Wir wissen, dass wenn wir so wirtschaften, wie wir jetzt gewirtschaftet haben, dass wir uns einfach selber den Ost ansageln, auf dem wir sitzen. Also wir wissen, dass wir da komplett umstellen müssen. Also es ist so viel, es wäre so viel zu tun, ja, dass man sich nicht mit dem depperten Zeck jetzt aufhalten soll, sondern eher mal schauen, was sollte man wirklich angehen. Ne?